Einen wunderschönen guten Morgen. Bester Ehemann hat Frühstück gemacht. Ja, das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Es ist mittlerweile auch schon nach 10. Ich habe übelst lange geschlafen. Bis kurz vor 10. Ich bin echt crazy, aber mein Körper hat es gebraucht. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir frühstücken und dann melde ich mich gleich. Aber ich wollte euch mal dieses eklige Wetter zeigen. Also ich habe das Gefühl, wir sind super im Herbst angekommen. Die letzten Tage ist es einfach nur noch schweinekalt. Hallo ihr Lieben. Gott, da melde ich mich endlich mal. Es ist so viel passiert die letzten Tage. Ich gebe euch gleich mal ein Update. Aber vorab, weil ich bin gerade dabei, so ein bisschen mein Zimmer aufzuräumen. Hier sieht es aus. Uff. Also, ja, deswegen, ich habe nämlich gestern, weil ich mich nicht mehr gemeldet habe, sorry dafür, ich habe gestern nichts gemacht, außer auf der Couch zu liegen. Wirklich, ich bin so oft eingeschlafen, ich war so müde, ich habe generell bis kurz vor 10 geschlafen. Ich weiß nicht, wann, das ist das letzte Mal, dass ich so lange geschlafen habe, ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 8 Jahre her oder so, oder sogar noch länger. Und ich hatte dann morgens gefrühstückt und mich auf die Couch gelegt und wir haben die ganze Zeit gechillt. Ich bin irgendwann eingeschlafen und wir haben weiterhin auf der Couch gechillt. Irgendwann, wirklich erst gegen Abend, habe ich dann mal kurz mein PC in die Hand genommen und einfach nur meinen Vlog, was ich ja schon vorbereitet hatte ursprünglich, dann mal online gestellt, weil es kam weder Samstag, nee, es kam weder Donnerstag noch Freitag. Genau, Donnerstag, Freitag kam kein Vlog online. Ich hatte ja für Donnerstag einen vorbereitet und dachte dann, dass ich während der Autofahrt noch irgendwas schneide. Ganz locker alles. Boah, keine Ahnung, ich habe nichts gemacht. Ich habe meinen Laptop mitgenommen, aber nicht einmal aufgeklappt. Naja, egal. Jetzt kam 2 Tage nichts. Jetzt gestern am Samstag kam jetzt wieder eins und ich werde jetzt hier kurz ein bisschen klar Schiff machen. Euch mal grob die Story erzählen, was alles passiert ist. Und dann gehe ich mich wahrscheinlich in den Garten setzen und werde ein Video ganz in Ruhe schneiden. Genau, weil heute geht es mir schon viel besser. Ich bin fit. Bin ich mir so, also gestern hätte ich wirklich eigentlich den kompletten Tag schlafen können. Und ich dachte echt so noch, oh Gott, ich muss aufhören, so viel zu schlafen. Ich werde heute Nacht nicht schlafen. Pustekuchen, wir sind dann irgendwann, ich glaube um 8.30 Uhr, 9 Uhr sind wir schon hoch. Wenn mein Mann gemeint hat, komm, lass direkt im Bett, können wir noch ein bisschen Fernseher gucken. Nicht, dass du dann im Halbschlaf da irgendwie hochlaufen musst, am Ende hinfällst oder sowas. Und wir sind hoch und es hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert und ich bin eingeschlafen und ich habe die komplette Nacht durchgeschlafen, bis auf, dass ich einmal auf Toilette gegangen bin. Also ich weiß nicht, ich gehe momentan seit bestimmt 1,5 Wochen, fast jede Nacht wache ich auf und muss auf Toilette, obwohl ich, bevor ich schlafen gehe, auf Toilette gehe und morgens dann nochmal und mehrmals, also ich habe ja eh das Gefühl, dass ich eine leichte Blasenentzündung habe, woher auch immer. Aber ich habe das Gefühl. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau, und ich habe tatsächlich aber ansonsten die ganze Nacht durchgeschlafen. Also ich bin echt wie so ein Dornröschen aus ihrem Schlaf erwacht. Naja, ich war jetzt gerade hier am Aufräumen, bevor ich mit euch quatschen wollte. Und ich habe hier aber eine Goodiebag von Oceans Apart bekommen. Und dachte mir, ich zeige die euch mal, bevor ich das jetzt alles wegräume. Ich habe sie mir nämlich selber nicht angeguckt. Und zwar hatten wir hier... Das waren unsere Goodiebags, diese Taschen hier bekommen. Die habe ich hier schon, deswegen habe ich meine Tasche meiner Mama gegeben. Meine Schwester hat auch eine bekommen. Die sind so, 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 so cool. Die sind so netzartig, also perfekt für eigentlich egal was. Ob man sie an den Strand mitnimmt oder in den Schwimmbad oder zum Sport oder einfach so. Ich habe sie tatsächlich am Sonntag zum Beispiel, nicht am Sonntag, was rede ich denn? Ich bin so durcheinander mit den Tagen. Am Freitag, als wir durch Berlin gelaufen sind, haben wir die dann mitgenommen. Und da unsere Sachen reingeschmissen und es hat super funktioniert. Und zwar ist hier, also entweder kann man die Tasche so nehmen, dass da eben nichts drin ist, oder man hat eben hier nochmal diese Innentasche. Die hat unten so einen Klettverschluss, die man dran kleben kann und aber auch nochmal so Druckknöpfe, dass es wirklich safe ist. Und zwar ist das eine zusätzliche Laptop-Tasche. Also ziemlich, ziemlich cool. Gerade auch, wenn man verreist, vielleicht so als Handgepäcktasche auch super. Also hier hat man, oder man kann das Teil hier eben auch solo benutzen, wenn man möchte. Also einmal eine Laptop-Tasche, die richtig gut gepolstert ist. Und hier hat man auch nochmal so einzelne Taschen. Genau. Aber wie gesagt, ich hatte die, deswegen, ich habe sie jetzt gerade aus dem Schrank geholt, um die euch zu zeigen.
Deswegen habe ich meine meiner Mama gegeben. Sodele. Und in dieser Tasche waren folgende Sachen. Die habe ich mir selber noch nicht angeguckt, weil als das alles passiert ist, wir sind ja, erzähle ich gleich alles, aber ich habe einfach alles hier in meine andere Tasche. Die hatte ich nämlich mitgenommen. Das ist die neue Tasche von den Harrisons. Die hatte ich dabei gehabt als Reisetasche und da habe ich einfach alles reingeschmissen. Und die dann halt eben für zum Rumlaufen genommen, weil ich sonst nur eine kleine hatte. Und ja, Sodele. Diesen Saft oder Getränk gab es Vitamin Booster Wilde Pflaume Geschmack mit Aloe Vera und verschiedenen Vitaminen. Also dort gab es verschiedene Getränkestände und das hatten wir uns jetzt mehrmals dann genommen. Es hat so lecker geschmeckt. Das war meine Flasche, die ich dann auch mit in ins Krankenhaus genommen habe. So, aber jetzt erst einmal zu Goodie Bag. In der Goodie Bag war drin Keksteig zum Löffeln. Also, ich muss sagen, ich bin jemand, wenn meine Mama Kuchen gebacken hat, sie musste mir immer von diesem rohen Teig dann ein bisschen was übrig lassen. Und ich war echt, das war immer mein Highlight, weil ich ja nicht der größte Kuchenesser bin, muss ich echt gestehen. Also ich esse nicht so gerne und so viel Kuchen. Aber den Teig, boah, ich könnte mich reinlegen. Ich liebe es. Ich liebe es auch so mit dem Finger und das dann mit dem Finger auch. Noch nicht mal mit dem Löffel, so wie es hier zum Beispiel ist, sondern wirklich mit dem Finger diesen Teig. Boah, das ist so unglaublich lecker. Ich liebe das. Und ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert. Also das ist auf jeden Fall, hier steht drauf, dass es vegan ist. Weizenmehl, Zucker, Speisesalz, Vanillearoma ist hier drin. Kann Spuren von Ei, Milch, Soja enthalten. Kann enthalten. Vegane Rezeptur. Aber Milch und Ei ist doch nicht vegan. Aber gut, da steht kann enthalten. Man weiß es nie, gell? Also hier steht zumindest ohne Backpulver, ohne Zusatz von richtigem Ei. In 2 Minuten fertig. Ah, da muss man schon... Ja, ich wollte schon sagen, weil es hört sich an, wie so, wenn da so Mehl drin ist. Man muss weiche Butter oder Margarine reinmachen. 50 Gramm und 40 Milliliter. Das sind 2 bis 3 Esslöffel Wasser. Und das Ganze dann rühren. Mit einem Rührbesen auf mittlerer Stufe. Okay. Also man hat doch noch ein bisschen was zu tun. Okay, ich dachte, man macht es auf und kann es anfangen zu essen sozusagen. Aber man muss da schon noch ein bisschen was tun. Wie das Ganze schmeckt, ich weiß es nicht. Ich werde es mal testen. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Keine Ahnung, obwohl ich jemand bin, der gerne so Teig isst. Dann war hier ein Haargummi drin. Da gab es verschiedene Farben. Ich bin sehr froh, dass ich ein weißes ergattert habe, weil ich viele andere Farben schon habe. Und deswegen, da bin ich sehr froh drum. Dann war das hier drin. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ein Porridge. Okay, von Three Bears. Ja, das, die Marke kenne ich. Bananengeschmack. Okay, ohne Zuckerzusatz, bla bla bla. Okay, ja, also einmal ein Porridge. So, ich muss mal gucken, weil hier ist auch noch mein Zeugs drin, was von mir ist, was da noch drin war. Da waren auf jeden Fall diese Lashes hier drin von Eyelashes. Wird es so ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. 3D Faux Mink. Also so heißen die, die ich jetzt bekommen habe. Auch da, ich glaube, da waren auch verschiedene drin. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Die sind aber auch, die sehen sehr, sehr krass aus. Die sehen so aus, wie wenn ich meine Wimpern mir auffüllen lasse und ich dann ganz frisch rauskomme, wenn es so diese ganz extremen sind. Boah, die sind echt schön. Die sehen gefühlt 5-lagig aus oder sowas. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, aber die haben echt richtig viele Lagen. Sehr, 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 sehr hübsch. Mega. Werde ich vielleicht meiner Schwester geben, weil ich ja welche habe. Wobei, wenn ich die irgendwann mal nicht mehr habe, dann hätte ich mal welche. Keine Ahnung. Genau, die waren drin gewesen. Dann war das hier drin gewesen. Das ist ein Serum von Salted. Ah, okay. Ja, von denen habe ich auch schon einiges gehört. Die sollen richtig, richtig toll sein. Und ich freue mich gerade, weil ich habe von denen auch schon sehr oft eine Kooperationsanfrage bekommen, aber immer gesagt,
Ich bin mit meiner aktuellen Skincare-Routine sehr zufrieden und möchte da eigentlich gar nicht weg und habe denen deswegen immer abgesagt. Aber das mal zu testen, kann ja nicht schaden. Vielleicht bin ich ja dann total obsessed. Das ist ja auch so eine ganz, ganz tolle Marke, die auf alles Mögliche achten mit, also alles, was Umwelt betrifft und vegan und so weiter und so fort. Selbst diese Verpackung sieht man schon und fühlt man auch, dass es so eine recycelte Packung ist. Also wir haben hier einmal ein Serum. Ich glaube, da war noch irgendwas gewesen. Ach ja, hier, das hier, das ist aber von einer anderen Marke. AW oder Ave and You Eye Wrinkles Anti-Aging Serum. Okay. Made in Germany. Okay, kenne ich jetzt tatsächlich nicht die Marke. So sieht das Fläschchen aus. Oh, der Samu, der ist so krass. Der ist so meckerisch heute. Das ist unglaublich. Ich werde es aber nicht aufmachen. Ich werde ein paar Sachen... Ich glaube, ich werde ein paar Sachen einfach mal zur Seite legen, weil... Wir haben einfach September, Leute. Wie ist das denn passiert? Es ist einfach schon September. Also wirklich, Weihnachten und Co. klopft an die Tür. So ziemlich alle Firmen haben mittlerweile ihre ganzen Adventskalender schon präsentiert und so weiter und so fort. Also ja, deswegen. Ich glaube, ich fange mal jetzt schon an, langsam so zu sammeln, dass ich wieder ein paar Verlosungen im Dezember machen kann. Hier waren... Ah, das ist drin. Ah, okay, das ist diese Marke. Okay. So. Und ich glaube, das war's, weil ich hier jetzt nichts mehr sehe. Es sei denn... Ah, da war noch mein Becher drin. Mein orangener Becher, der mit dem Strohhalm, den ihr so sehr, sehr feiert. Der war auch wieder drin gewesen. Und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt endlich zwei habe. Leute, ich sag's euch, ich hab diesen Becher nie in die Spülmaschine oder sowas gestellt, weil ich den immer sofort brauchte. Das hat mich immer voll genervt, dass ich den nicht mehr mal kurz irgendwie in die Spülmaschine stellen konnte, sondern immer direkt abspülen und dass ich da nicht mal einen Smoothie daraus trinken konnte, weil da immer mein Wasser drin war. Ich bin jetzt echt froh, dass ich zwei Stück habe. Ich feiere die so sehr. Die gibt es ja leider nicht zu kaufen. Ah, ich habe noch was gefunden. Eye Crush means love. Oh, hier ist ein Preisschild dran. 39 Euro. Okay, also das war drin. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Eine Kette. Wie hübsch. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder die gleiche Kette drin hatte, aber das ist so eine ganz schlichte, ohne Schnickschnack. Das heißt, die dürfte theoretisch dann auch jedem gefallen. Da freue ich mich jetzt extrem drüber, weil sowas fehlt mir ohne Mist in meinem Schmuckschrank, auch in Silber. Ich habe schon so oft die letzten Male gedacht, so, dass ich sowas bei Mainpunkt bestelle. Einfach mal so was Schlichtes, ohne irgendeinen Schnickschnack. Die finde ich richtig, richtig hübsch. Die ist mega. Eye Crush unterstrich Jewelry ist die Instagram-Marke. Schaut mal. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, kann man erkennen. Sehr cool. Darüber freue ich mich sehr, sehr, sehr. Die anderen Sachen sind auch cool, definitiv. Genau. Aber als ich gesehen habe, dass dieser Becher da drin war, dachte ich mir so, yes. Mein Schwester hat sich auch voll gefreut, obwohl ich ihr schon mal einen gegeben hatte. Genau. So, das war es jetzt gewesen. Ich erzähle mal ganz, ganz, ganz schnell die Story, was passiert ist. Und ich werde euch auch ein Video einblenden. Und zwar, wir sind nach Berlin gefahren. Super Fahrt gehabt, kein Stau, gar nichts und sind erstmal zum Hotel von meiner Mama gefahren, genau, dass wir sie dort einchecken und so weiter. Da habe ich mich ja bei euch gemeldet, genau, da hatte ich mich ja gemeldet gehabt. Und dann sind wir auf den auf diese Shopping Einkaufsstraße Kurfürst da. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es euch gezeigt, hatte euch mitgenommen. Und da haben wir sozusagen meine Mama dann zurückgelassen. Und da ist sie so ein bisschen ein paar Stunden auf und ab gelaufen, hat sich ein bisschen was umgeschaut. Die ist ja total Hardrock-Café-obsessed und ist dort erstmal einkaufen gegangen. Genau. Und meine Schwester und ich sind dann irgendwann mal ins Hotel gefahren. Und Navi sagte, halbe Stunde bis zum Hotel. Wir haben anderthalb Stunden gebraucht. Der Berliner Verkehr ist ja gestört.
Also bei uns in Frankfurt ist ja der Verkehr auch absolut gestört. Aber in der Innenstadt, alles außerhalb drumherum, ist in Ordnung, sage ich mal. Es gibt auch bestimmte Straßen, wo man weiß, okay, das sind so Hauptstraßen, da ist auch immer dicht. Aber in Berlin, ich habe das Gefühl, man ist an einer Stelle und man fährt 2 Stunden in irgendeine Richtung, egal in welche, und überall ist so viel los. Also es war echt crazy gewesen. Wir haben tatsächlich 1,5 Stunden gebraucht, bis wir dann endlich im Hotel angekommen sind. Und dann haben wir uns super schnell beeilt. Ich hatte euch kurz das Zimmer gezeigt und wir haben uns direkt einfach nur angezogen und beziehungsweise meine Schwester war schon angezogen. Ich musste nur noch die Hose, die Leggings anziehen und dann haben wir ein bisschen Make-up gemacht, Haare. Ich bin so froh, dass ich meine Haare zu Hause gemacht hatte und nicht dort noch irgendwie Locken machen musste, weil hätte ich nicht geschafft. Hätte mir definitiv einfach nur dann einen hohen Zopf gemacht und fertig. Genau, und dann sind wir raus und mit Uber, weil es waren dann mit Uber irgendwie so, ich weiß es, weniger als 10 Minuten sind wir gefahren, zur The Wow Gallery. Sehr, sehr, sehr schöne Location, muss ich echt sagen. Wir hatten tatsächlich gedacht, dass es noch ein Ticken größer, es war schon groß, aber wir dachten, es ist noch größer und hat noch mehr Fotospots einfach. Also es war schon groß, so ist es nicht, aber man hat irgendwie gedacht, dass dann noch mehr kommt, weil wir die Eintrittspreise auf der Homepage gesehen haben und dachten uns so, oh, da muss ja richtig was sein. Also es lohnt sich definitiv, aber es lohnt sich so einmal halt eben hinzugehen. Das ist jetzt kein Spot, wo ich sagen würde, oh, da gehe ich immer und immer wieder hin. Es sei denn, die werden wahrscheinlich schon regelmäßig ihre Spots wechseln. Aber ich habe zu meiner Schwester auch gesagt, das ist bestimmt schwer, so einen Laden am Laufen zu halten, weil es halt nichts ist, wo du Stammkunden irgendwie generieren kannst. Das ist wirklich was, da gehst du einmal hin und es ist wow und du hast schöne Fotos. Wir haben mega Fotos gemacht. Das war wirklich alles, alles toll. Aber ich würde da jetzt nicht irgendwie so und so viel Euro ausgeben, um nochmal dahin zu gehen, weil das Einzige, was sich ändern würde, wäre mein Outfit und das war's. Aber wirklich, um es einmal gesehen zu haben, war schon eine sehr, sehr coole Location und auch einfach mal was anderes. Man konnte halt, es war auch sehr, sehr schlau von Ocean's Apart, muss ich sagen, weil so hat man halt an den verschiedenen Spots die ganze Zeit Bilder gemacht und man hatte halt die Outfits von Ocean's Apart an. Und das war schon sehr, sehr cool gewesen. Also viel besser, als wenn man irgendwo, was weiß ich, an einer langen Tischtafel gesessen hätte, alle zusammen essen, quatschen und so, ist zwar auch cool, aber das war echt nochmal was anderes und viel, viel genialer, definitiv. Und wir sind dann da angekommen, haben ein Bändchen bekommen, haben unsere Goodie-Bags bekommen und als wir drinnen waren, das war im oberen Bereich, da gab es zum Beispiel eine Bar mit ganz vielen verschiedenen Getränken, verschiedene Sektsorten, verschiedene Energy Drinks oder halt eben solche Vitamingetränke und was weiß ich was. Und nebendran gab es noch eine mit Bubble Tea heißt die, glaube ich. Ich habe es noch nie getrunken, ich habe es auch nicht probiert. Also diese Konsistenz, wenn ich daran denke, denke ich mir so, nee, das will ich überhaupt nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Viele feiern das ja extrem, aber ich kann mich damit überhaupt nicht anfreunden. Ja, da gab es halt eben so einiges und da haben wir oben auch direkt Fotos gemacht. Die erste Station, wo wir drinnen waren, war zum Beispiel ein Raum, wo ganz viel Konfetti auf dem Boden war, goldenes Konfetti. Und das musste man dann halt aufkehren in eine Schaufel und dann gab es so ein kleines Loch an der Wand. Da musste man das so reinkippen und es hat es eingesaugt und oben wieder rausgespuckt. Das heißt, man hatte dann so einen Konfettiregen. Mega genial, sehr schöne Fotos entstanden, die habe ich gestern auch schon auf Instagram gepostet. Wenn euch da was interessiert, schaut auf Instagram vorbei, da werde ich jetzt alle Fotos posten, die sozusagen da am Donnerstag entstanden sind. Genau, dann haben wir ein paar Aufnahmen für Ocean's Apart an sich gemacht, für den Kanal. Für TikTok, glaube ich, war das meiste gewesen. Ein bisschen auch was für Instagram. Dann gab es da die Engelsflügel, da haben wir Fotos gemacht. Und dann hatten wir so einen, da gab es so einen langen Flur, wo so Lichter hingen. Und da haben wir auch nochmal ein paar Aufnahmen gemacht und sind dann raus. Da gab es einen Foodtruck, der verschiedene Sachen angeboten hatte. Meine Schwester hatte sich Nudel genommen mit so einer Tomatensoße. Und ich hatte natürlich Mac and Cheese, wer hätte es gedacht. Ganz, ganz, ganz lecker. Es war super lecker gewesen. Und diesen Foodtruck, den kann man anscheinend auch irgendwie mieten oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Also ziemlich cool, auf jeden Fall.
So, irgendwann sind wir dann runtergelaufen und unten gab es ja auch ganz, ganz, ganz viele Stationen. Und als allererstes ist uns natürlich ins Auge gesprungen, Bällebad. Da gab es eins in Gold, ins Schwarz und eins in so einem richtig schönen Peach. So Peach, Orange, keine Ahnung, richtig coole Farbe auf jeden Fall. Die kam auf den Fotos gar nicht so rüber wie in echt. Naja, auf jeden Fall ist genau da dann direkt zu Anfang. Wir haben die erste Szene gedreht, ich war als erstes dran. Genau da ist der Unfall passiert, besagter Unfall. Und das war, es ist einfach nur, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, weil es so dumm war. Es war so dumm. Mir war bewusst, dass es ein Bällebad ist, dass es nicht tief ist wie Wasser, dass man einfach reinspringen kann und das Wasser stoppt einem ja ein bisschen. Aber selbst wenn ich ins Wasser reingesprungen wäre, wäre wahrscheinlich das Gleiche passiert, weil es einfach nicht tief war. Es waren vielleicht, die Höhe war vielleicht, was weiß ich, 100 cm und die Bälle waren vielleicht so bis 70, 80 cm aufgefüllt. Also noch nicht mal bis zur Hüfte. Ihr habt es ja gesehen, wenn man drinnen stand, es war irgendwie, also die Knie waren bedeckt, aber es war, der Popo war draußen. Also es war so die Höhe ungefähr. Und ich stand dann am Rand und meine Schwester sollte filmen oder hat gefilmt. Ich werde das jetzt euch auch einblenden. Ihr seht es. Oder warte, Moment. Ich erzähle erstmal, was ich mir gedacht habe. Ich hatte mir eigentlich, oh Gott, mein Bein ist halb eingeschlafen. Ich hatte mir ursprünglich gedacht, ich stehe da und hüpfe rein, und zwar, dass ich praktisch, also, dass ich stehe und ich wollte dann hochspringen und dann reinhüpfen und dann meine Beine so wie, also so länglich machen, dass ich praktisch mit dem Popo, also dass die Beine gerade sind und da, also dass mein Popo und meine Beine gerade sind und ich dann so da reinfalle, also praktisch gerade. Und so ist es ja dann auch in Ordnung. Aber oh Gott, irgendwie hat es nicht hingehauen, beziehungsweise ich hatte das so gedacht, aber irgendwie habe ich dann auch einfach losgelegt nach dem Motto, ich mache einfach mal. Ich blende es euch aber gerne mal jetzt ein. Also ich bin reingesprungen und bin einfach nicht einfach nur reingesprungen, so wie ich es euch gesagt habe, im sitzenden Zustand, sondern ich habe schön meine Beine angewinkelt und habe es dann nicht mehr hinbekommen, die rechtzeitig auszustrecken und bin dann nicht im sitzenden Zustand aufgekommen, sondern als allererstes mit meinen Fersen. Also ich bin noch nicht mal mit den Beinen, also mit den Füßen, mit den flachen Füßen auf den Boden aufgekommen, sondern halt eben die Beine waren ja so angewinkelt und ich bin dann direkt mit den Fersen, bam, auf den Boden. Und das hat direkt an beiden Fersen unendlich wehgetan. Es hat unendlich wehgetan. Also einfach dieses dieser Sprung, es waren zwar nur um die 100 cm, also ja, so ein Meter ungefähr, aber ich bin ja nochmal hochgesprungen und habe nochmal so schön Anlauf genommen und dann auch natürlich mit meinem Gewicht, das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr springt hoch und ihr springt extra so, dass ihr auf eure Fersen aufkommt. Also es hat unglaublich wehgetan, unglaublich. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch gedacht, so, ah ja, ich habe mich, wie wenn man sich feststellt, gestoßen hat und danach geht es auch wieder. Und ich habe direkt, au, 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 habt ihr ja gesehen. Aber habe das noch so ein bisschen abgetan und gedacht so, ah ja, geht schon gleich wieder. Und ich bin dann irgendwie aus diesem Bällebad raus und noch zu meiner Schwester habe ich dann nur gesagt so, boah, das tut schon gut weh. Und als ich raus bin, habe ich gemerkt, ich kann nicht auftreten, dass es echt weh tut, wenn ich auftritt, und bin dann schon mit Zehenspitzen einfach nur gelaufen, habe dann aber gesagt, so komm, jetzt machst du Fotos und haben einfach weitergemacht sozusagen. Ich habe dann auch noch mal ein paar Fotos gemacht, also ich habe einfach so die Zähne zusammengebissen und gesagt so, ach komm, scheiß drauf, wird schon nichts sein, und habe einfach weitergemacht sozusagen. Genau, und als wir dann sozusagen bei Bällebad fertig waren und ich meine Schuhe wieder anziehen musste, das war ja auch das Schlimme. Man durfte ohne Schuhe, also man durfte nicht mit Schuhen rein. Das heißt, ich bin halt auch wirklich schön auf meine Fersen. Wenn ich jetzt, glaube ich, Schuhe angehabt hätte, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen, weil da hätte ich ja die Gummisohle und so weiter. Da wäre, glaube ich, gar nicht großartig was passiert. Vielleicht hätte ich dann auch ein bisschen Schmerz gehabt, einfach durch diesen heftigen Stoß und mein Gewicht und so weiter. Aber ohne Schuhe ist es halt heftig. Naja, ich bin dann auf jeden Fall, habe dann versucht oder bin dann in meine Schuhe wieder rein und habe gemerkt so, wow, das tut schon richtig, richtig gut weh. Also, und
ich bin ab dem Zeitpunkt auch die ganze Zeit rumgehumpelt. Also auf meinem rechten Bein war es so, dass ich nicht so richtig auftreten konnte, aber es ging noch einigermaßen. Aber beim linken Bein ging gar nichts. Also da konnte ich absolut nicht auf meine Ferse auftreten. Da bin ich halt wirklich nur, aber vorne die Zehen und so auf den Zehenspitzen zu laufen, das ging alles. Da hatte ich keine Schmerzen. Da habe ich dann auch schon gemerkt, okay, gewisse Sachen sind nicht betroffen. Aber Ferse, komplette Katastrophe. Also ging gar nichts. Ja, und so haben wir aber trotzdem irgendwie durchgemacht. Und das Ding ist, das ist halt wirklich, wir waren kurz nach 6 da, als das Event angefangen hat. Und das ist vielleicht maximal eine Stunde später passiert. Also maximal, wahrscheinlich schon eher früher. Und ich wusste, okay, wir sind am Anfang, wir haben um 7 Uhr so ungefähr passiert. Und das sollte ja bis um 10 Uhr gehen. Um 10 Uhr sollte dann die Party sozusagen beginnen. Und ich dachte mir nur so, nee, ey, wenn ich jetzt in Frankfurt gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht noch gedacht, so, gehst du vielleicht ein bisschen früher oder sowas, aber wir sind halt einfach etwas über fünf Stunden sind wir gefahren. Eigentlich ja nur für dieses Event. Und dann habe ich mir gedacht, so, nee, ich will es auch meiner Schwester nicht antun und so weiter. Und deswegen, was willst du denn, Fliege? Und deswegen habe ich mir gedacht, so, ich auch für mich selbst, ich wollte halt einfach da sein, das miterleben. Ich wollte die Fotos haben von dieser Galerie und so weiter. Und ich dachte mir so, nee, du ziehst jetzt einfach durch. Und es ging auch. Also ich hatte zwar Schmerzen, ich hatte schon gute Schmerzen, sagen wir es mal so. Aber es war halt nicht so, dass dieses Unerträgliche. Ich konnte auf gar keinen Fall auftreten, das ging halt gar nicht. Aber dieses Rumhumpeln, das ging. Und wenn ich mich dann an irgendeinen Spot hingestellt habe, dann hat man ja auch nur Fotos gemacht. Also es gab ja zum Beispiel einen Spot, das war wie so ein Laufband, da konnte man laufen und die haben hinter einem war so ein Greenscreen. Und da haben die gefilmt und dann wurde das halt übertragen. Meine Schwester hat das gemacht, es sah so gut aus, aber zu diesem Zeitpunkt hätte ich halt niemals laufen können. Also einfach dieses ganz normale Abrollen, Laufen, das ging halt einfach nicht. Und auf diesem Laufband rumzuhumpeln, wäre halt auch blöd gewesen. Deswegen habe ich das zum Beispiel nicht mehr gemacht. Aber ansonsten war ich wirklich an jedem Spot, habe da Fotos gemacht, das irgendwie durchgezogen. Und genau, irgendwann hieß es dann, wir sollen in einen bestimmten Raum kommen, wo dann eine Überraschung ist. Und dann kam ja, oh Gott, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgendwas mit Kate oder sowas. Ich bin so namensblöd, sorry. Aber ich habe es euch ja mitgefilmt und da hatte ich mich dann hingesetzt und dann hieß es, ja, wir essen jetzt Kuchen und so weiter. Die habe ich euch ja auch abgefilmt. Da war dann Kuchen und Törtchen und sowas alles. Wurde dann gegessen und dann sollte die Show sozusagen weitergehen und da haben sie nochmal einfach sozusagen die Party eigentlich nur eröffnet. Und dann waren wir da irgendwie 10 Minuten drinnen und wollten dann aber nochmal raus, nochmal was anderes fotografieren. Und da habe ich gemerkt so, okay, es geht nicht mehr. Also es hat da echt, echt wehgetan. Also selbst dieses Humpeln war echt anstrengend gewesen. Weil wenn man eine Zeit lang nur auf Zehenspitzen läuft, das zieht ja dann auch richtig in die Waden, in die Oberschenkel. Das ist ja sehr anstrengend irgendwann mal so, ja, nach 3-4 Stunden auf Zehenspitzen laufen und rumhumpeln. Das ist natürlich auch irgendwann anstrengend. Und durch dieses 15, 20 Minuten waren es vielleicht, die ich da gesessen habe und eben nichts gemacht habe, da der Körper ist dann wahrscheinlich so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und als ich dann wieder aufgestanden bin, habe ich mir nur gedacht so, wow, es tut echt, echt, echt weh. Und dann haben wir uns entschieden, auch zu gehen. Also wir waren im Prinzip bis zum Schluss da gewesen, aber haben die Party nicht wirklich miterlebt. Und sind dann gegangen, haben einfach wieder ein Uber gerufen, sind ins Hotel, habe mich da irgendwie umgezogen. Ich hatte das irgendwie geschafft und habe mich dann ins Bett gelegt. Und die Beine hochgelegt und gemerkt so, boah, ich kann noch nicht mal mein Bein gerade ausstrecken und einfach, weil dann, wenn ich mein Bein einfach gerade ausstrecke, dann ist ja, liege ich ja praktisch direkt auf der Ferse. Dann habe ich mein Bein ein bisschen zur Seite gelegt, das hat auch wehgetan. Habe ich es auf die andere Seite gelegt, hat es auch wehgetan, weil als ich meinen Schuh dann ausgezogen habe, oder meine Schuhe, habe ich gemerkt, dass mein Bein sehr angeschwollen war und schon blau, und zwar auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt hatte. Ich glaube, ich hatte mal kurz Aufnahmen gemacht. Also es wurde gut blau und es hat auch echt wehgetan.
Und dann hatte meine Schwester mir so Kissen gegeben, dass ich mein Bein praktisch da drauf lege, dass mein Fuß in der Luft ist, dass es nirgendwo berührt. Und es war dann auf jeden Fall besser, als irgendwie drauf zu liegen. Aber ich habe gemerkt, so die Schmerzen werden immer stärker. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist nicht Sinn der Sache. Und zu diesem Zeitpunkt war es so 11 Uhr rum ungefähr. Und habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, wir gehen lieber ins Krankenhaus, weil das macht gar keinen Sinn. Ich habe echt Schmerzen, ich habe keine Schmerztabletten hier, wer weiß, was ist. Am Ende versuche ich mich irgendwie krampfhaft hier durch die Nacht zu quälen und lande dann morgen im Krankenhaus und dann ist der morgige Tag komplett ruiniert. Und deswegen mache ich das lieber in der Nacht. Also, gesagt, getan, Uber gerufen, ins Krankenhaus gefahren. 5 Minuten waren wir da gewesen, sogar weniger. Es war wirklich so um die Ecke im Krankenhaus, hatten wir echt Glück gehabt. Und ja, da wurde ich dann auch direkt aufgenommen. Die haben mir Blut abgenommen. Ich weiß noch nicht einmal ehrlich gesagt, warum. Und dann wurde mir direkt eine Infusion gelegt mit einem Schmerzmittel. Die haben mich auch vorher kurz angeschaut, meine Geschichte angehört und dann mir eine Infusion gegeben. Und dann musste meine, beziehungsweise es war schon davor, dass meine Schwester gehen musste. Das war nämlich in der Notfallaufnahme und da durfte keine Begleitperson rein. Und ich habe zu ihr aber auch gesagt, du ganz ehrlich, es bringt überhaupt nichts, wenn du mit mir hier rumsitzen würdest, selbst wenn du dürftest. Das wird einige Stunden dauern. Das ist einfach so. In der Notfallaufnahme dauert es einfach lange. Und das Hotel ist 5 Minuten entfernt gewesen. Sie hätte mich jederzeit abholen können oder ich hätte auch mit einem Uber alleine zurückfahren können, je nachdem, was halt rauskommt. Und das haben wir dann auch so gemacht. Also sie ist dann zum Hotel zurück. Und ich wurde dann reingebracht zu dieser Unfallstation. Und da lagen jede Menge Leute auf ihren Betten und zwar im Flur. Also ich habe die ganze Nacht kein Zimmer gesehen. Ich war wirklich immer nur auf diesem Flur gewesen, außer es wurde gerade irgendwie geröntgt oder untersucht oder sowas. Aber dann wurdest du wieder zurück auf diesen Flur geschoben. Und das war eigentlich das Allerschlimmste, weil es war halt eine extrem lange Wartezeit. Ich war insgesamt 5 Stunden dort gewesen, etwas über 5 Stunden, 5,5 Stunden. Ja, 5,5 Stunden, weil 11.30 Uhr waren wir da, kurz nach 5 war ich draußen. Und es war halt extrem lange, diese Wartezeit, und ich war halt todmüde. Ich war so unglaublich müde. Und jedes Mal, wenn ich kurz eingenickt bin vor Müdigkeit, hat wieder irgendjemand Neues rumgeschrien. Es gab zwei Leute, die ständig vor Schmerzen rumgeschrien haben. Dann sind ständig neue Leute reingekommen. Da kam jemand rein, der zum Beispiel eine Glasscheibe im Kopf irgendwie hatte und ein Auge und alles hat geblutet. Dann kam ein anderer rein, der eine Eisenstange übergezogen bekommen hat. Der war komplett, der konnte auf dem einen Auge nicht mehr richtig sehen, nicht mehr richtig hören. Der hat geblutet. Also totale Katastrophe. Das sind dann natürlich auch Notfälle, die vorgezogen werden. Ganz logisch. Dann waren da insgesamt 3 Obdachlose. Die haben erstens extrem gerochen, waren halt extrem betrunken und haben die ganze Zeit nur rumgeschrien. Der eine wollte ständig was zu trinken haben und ich meine wirklich ständig. Der hat was zu trinken bekommen, hat es leer getrunken und wirklich 30 Sekunden später hat er wieder nach jemandem gerufen. Der hat die ganze Zeit nur gerufen. Und dann gab es einen, der hatte einen Gips und der wurde dann irgendwann in ein anderes Krankenhaus gebracht, da wo sie den Gips auch gemacht hatten. Da war ich so dankbar, weil der hat die ganze Zeit rumgebrüllt. Der hat die ganze Zeit nur Aua! Aua! Hilfe, ich sterbe! Oh mein Gott. Leute, der hat die ganze Zeit rumgeschrien. Die ganze Zeit. Ich meine es ernst. Und immer wenn dann jemand zu ihm kam und gesagt hat, was ist denn, was haben Sie denn, wo haben Sie denn Schmerzen? Ja, es ist okay, es ist nicht so schlimm. Ja, warum schreien Sie denn dann hier so rum? Hier sind auch noch andere Patienten, die Schmerzen haben und die ihre Ruhe haben möchten. Ja, Entschuldigung. Dann ist er so ganz normal gewesen. Sobald er keine Aufmerksamkeit bekommen hat, hat er wieder rumgeschrien. Also richtig, richtig schlimm. Dann war zum Beispiel eine ältere Dame da gewesen, die irgendwie im Haushalt gestürzt ist. Die sah auch aus, echt überall blaue Flecken und hat geblutet und keine Ahnung was. Also, ich weiß auch nicht. Also so richtig, ich habe sowas noch nie erlebt. Das kam mir wirklich vor wie im Film. Ich war ja schon öfter mal in der, was heißt öfter mal, ist jetzt übertrieben, aber ich bin schon ein paar Mal im Krankenhaus gewesen. Auf der Notfallstation war ich jetzt noch nicht so oft gewesen, aber kam schon ein paar Mal vor, gerade in den Schwangerschaften, wenn man am Wochenende oder abends mal irgendwie Blutung hat oder sowas, dass man dann halt ins Krankenhaus gefahren ist und so weiter. Also so bin schon ein paar Mal in meinem Leben im Krankenhaus oder auch in der Notfallstation gewesen, ja. Auch so gerade mit Kindern.
Aber so ein Film habe ich noch nicht erlebt. Und ich war noch nicht mal, wir waren ja auch so ein bisschen außerhalb. Wir waren noch nicht mal in Mitte, Mitte Berlin, ja. Wir waren so ein Ticken außerhalb. Nicht viel, also wir wollten ja in der Nähe von dieser Galerie halt eben, sind wir ja gewesen. Aber sowas ist mir noch nicht, also wirklich kam mir wie im Film vor. Und jedes Mal alle rumgeschrien und keine, also wirklich wie wenn so ein Massenunfall passiert wäre und alle kurz vorm Sterben wären. Also da haben viele halt auch übertrieben, ja. Und immer wieder hat mich auch jemand gefragt, wie geht's Ihnen? Ist alles in Ordnung? Brauchen Sie noch Schmerzmittel und so? Und ich habe gesagt, nee, ich halte es schon aus. Also, und ich habe dann immer nur so um mich herum geguckt und dachte mir nur so, ich weiß nicht. Also ich wollte da nicht auch noch so ein Terz machen, so eine Szene und keine Ahnung was. Also ja, aber die haben ja gesehen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also auch wenn ich da nicht rumgeweint und rumgeschrien habe wie eine Irre. Naja, egal. Irgendwann mal kam dann eine Ärztin zu mir, die war so lieb. Ich glaube, das war so eine tolle Ärztin. Da hatte ich richtig, richtig Glück gehabt. Und die hat mich dann in ein Zimmer geschoben und hat mich abgetastet. Die hat gesagt, ich muss erst mal gucken, was überhaupt los ist. Und dann hat sie erst mal mein rechtes Bein genommen, wo ich leichte Schmerzen hatte. Ich habe zu ihr gesagt, an meinem rechten Bein habe ich Schmerzen. So, das kann man sich vorstellen wie ein Fersensporn. Jeder, der schon mal einen Fersensporn hatte, man hat das Gefühl, dass einem ganz viele kleine Nadeln in die Ferse reinstechen, sobald man auftritt. Also es ist einfach ein Schmerz. Das ist ein Schmerz, aber der ist auszuhalten, sage ich mal. Also ich konnte auftreten, aber es hat halt wehgetan. Und ich habe schon gemerkt, dass ich immer so leicht doch die Ferse angehoben habe und eher auf Spitzen so ein bisschen da das Gewicht drauf gelagert hatte. Okay, da hat sie dann angefangen und ich hatte ihr halt erzählt, was passiert ist. Und da hat sie mein rechtes Bein eben alles abgetastet, alles Mögliche gemacht, was ich machen sollte und hat gedrückt, getan. Ich habe gesagt, ja, es tut halt weh, aber es ist alles auszuhalten. Und dann hat sie so an der Ferse rumgedrückt und habe ich gesagt, also wenn sie das jetzt am anderen Bein machen, dann springe ich aber an die Decke. Sagt sie, nein, nein, sie guckt halt schon, ja. Und dann hat sie mein linkes Bein alles abgetastet, was ich sollte dann auch gucken mit Anheben, mit den Fußzehen, was ich alles, bis wohin alles geht. Und hat sie gemeint, da wo es jetzt blau ist und geschwollen ist, da drückt sie jetzt auch nicht großartig drauf rum, weil natürlich werde ich dann sagen, aua, als ob ich da nicht aua sagen würde. Aber sie hat zum Beispiel gemerkt, dass ich zum Beispiel hinten an dieser, an der Sehne hinten, dass da nichts ist und oben an den Sprungbändern hat sie, glaube ich, gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was sie alles für Wörter benutzt hat, aber an sich hat sie gesagt, sieht erstmal alles so ganz gut aus. Es liegt tatsächlich wirklich direkt an der Ferse. Also drumherum hat sie jetzt nichts gespürt, dass irgendwas ist, sondern wahrscheinlich an der Ferse, da wo sie halt nicht drücken konnte. Dann hat sie gemeint, wir machen jetzt erstmal eine Röntgenaufnahme, um sicherzugehen, dass halt nichts gebrochen ist. Und ich dachte mir nur so, weh, es ist etwas gebrochen. Ich will nächste Woche in den Urlaub fliegen. Ich habe mir nur gedacht, wie viel Pech kann man bitte haben? Wer hat Auge gemacht? Dachte ich mir nur so. Aber böses Auge. Auf jeden Fall hat sie mich dann wieder in den Flur geschoben und da habe ich wieder eine ganze Zeit lang gewartet, bis ich dann irgendwann zu einem Röntgen gekommen bin. Da wurde ich dann geröntgt und dann wurde ich wieder in den Flur geschoben. Da hat es dann wieder eine ganze Zeit lang gedauert. Genau. Irgendwann kam dann ein Arzt zu mir und hat mir ganz kurz nur gesagt, dass auf den Röntgenaufnahmen nicht großartig was zu sehen ist, zumindest kein Bruch. Und dass die Ärztin aber jetzt nicht weiß so richtig, was sie machen soll mit mir, weil sie sieht ja, ich habe Schmerzen, ich kann nicht auftreten, ich bin blau, ich bin super geschwollen. und irgendwas ist da ja anscheinend, aber man sieht keinen Bruch. Und wir wissen, die haben gemeint, die wissen jetzt nicht, sollen sie es zugipsen oder dies und das. Und das berät sie gerade mit ihrem Chefarzt. Und ich dachte mir nur so, wenn nichts gebrochen ist, dann werde ich mich garantiert nicht zugipsen lassen, weil ein Gips ist nicht in 3-4 Tagen wieder ab. Und auf jeden Fall habe ich mir nur da dann ich habe mich voll aufgeregt und voll die Filme geschoben. Und dann hat es nochmal eine Zeit lang gedauert. Dann kam die Ärztin, hat mich in einen Raum geschoben und hat gemeint, ich muss sie nochmal abtasten, um bestimmte Sachen kurz auszuschließen. Dann hat sie mich nochmal abgetastet. Und bis dahin, vom ersten Abtasten bis zum zweiten Abtasten, sind aber über 3 Stunden vergangen. Und da hatte ich ja auch schon Infusionen und Schmerzmittel und bla und keine Ahnung was. Also da war es auch schon,
Es war schmerzhaft, aber es war schon viel besser, als wo ich eingeliefert wurde. Als ich eingeliefert wurde, ach so, übrigens, als wir am Krankenhaus angekommen sind, ganz zu Anfang, bin ich 2, 3 Schritte gelaufen und ich konnte nicht mehr. Ich musste nämlich zur Notfallstation komplett einmal mindestens ums halbe Gebäude rum und meine Schwester ist dann vorgelaufen und hat einen Rollstuhl geholt. Und dann wurde ich mit dem Rollstuhl in die Notaufnahme geschoben, by the way, weil ging gar nichts. Ich konnte gar nicht mehr. Mir hat alles wehgetan, meine Waden und die von die vom stundenlang halt nur auf Zehenschwitzen rumlaufen und humpeln und da zu dem Zeitpunkt hat es halt auch schon echt wehgetan. Richtig gut wehgetan. Und zwischenzeitlich, bevor die Ärztin das zweite Mal zum Abtasten kam, musste ich auf Toilette. Und dann habe ich dem einen das gesagt und habe gesagt, ich muss jetzt auf Toilette. Ich habe die ganze Zeit versucht auszuhalten, aber es geht jetzt nicht mehr. Dann hat er gesagt, gut, dann bringe ich Ihnen jetzt Krücken. Ich so, okay. Und dann hat er mir die Krücken gebracht und ich konnte dann auf meinem rechten Bein eigentlich ganz gut auftreten und dort mein Gewicht verlagern. Und er hat gesagt, wir wissen noch nicht, was los ist. Versuchen Sie, dass Sie Ihr linkes Bein komplett in der Luft halten und nicht auftreten, auch nicht mit dem großen Zeh. Und ich dachte mir so, okay. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin auf Toilette gegangen. Und als ich dann am Waschbecken stand, habe ich ganz kurz so mein linkes Bein abgesetzt, so ganz leicht, ganz, ganz leicht und gemerkt so, oh, das geht. Auf den Zehenspitzen, nur auf den Zehenspitzen. Noch nicht mal so ein bisschen hier auf dem Ballen, sondern wirklich nur Zehenspitzen. Und das hat funktioniert. Dachte ich mir schon mal, okay, cool, das habe ich nämlich vor ein paar Stunden noch nicht hinbekommen. Und also die Ärztin kam dann das zweite Mal rein, hat mich nochmal abgetastet und hat gemeint, okay, also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, was es denn ist. Sie hat gesagt, sie gehen davon aus, dass ich riesengroßes Glück gehabt habe, mir ordentlich wehgetan habe mit allem Möglichen. Und deswegen, dass mein Bein oder dass mein hinten, also dass meine komplette Ferse ist ja angeschwollen, die Seite, die Seiten links und rechts, alles war ja angeschwollen und blau. Sie hat gesagt, man sieht ja, dass sie sich ordentlich wehgetan haben und auch aufgrund der Schmerzen, dass sie nicht auftreten können. Und im Röntgenbild ist aber kein Bruch zu sehen. Sie hat gesagt, in seltenen Fällen, wenn die Schwellung nachlässt, kann man dann plötzlich doch einen Bruch sehen, einen ganz leichten. Das hat sie gesagt, das passiert aber super selten. In dem Fall müsste gegipst werden, aber damit soll ich nicht rechnen. Das ist der unwahrscheinlichste Fall. Sie hat gesagt, es gibt jetzt zwei Szenarien, was bei mir sein könnte. Erstes Szenario ist, ich habe Schweineglück gehabt und werde einfach die nächsten Tage meine Füße hochlegen, nichts machen, nicht belasten, kühlen, salben, Schmerzmittel nehmen und es wird von Tag zu Tag besser. Die Schwellung geht langsam weg, die blauen Flecken gehen langsam weg und nach ungefähr 5 Tagen kann ich dann anfangen, langsam wieder zu belasten und wieder zu laufen, aber erstmal die erste Zeit kein Sport, kein schnelles Rennen und solche Geschichten halt eben. Das wäre der Idealfall. Und falls es so sein sollte, dass die Schmerzen nicht besser werden, sondern schlechter werden, es noch dicker wird, dann soll ich direkt, entweder hat sie gesagt, kommen Sie dann einfach nochmal, am Freitag wäre das ja dann gewesen, kommen Sie einfach nochmal wieder oder übers Wochenende wieder in die Notfallaufnahme oder am Montag, wenn Sie merken, ach, es ist echt immer noch nicht besser, dann halt zum Hausarzt und dann würde ich eine Schiene bekommen, die ich dann eine Zeit lang tragen müsste. Und ich müsste zum Orthopäden, der dann ein CTG, MRT, was weiß ich, irgendwelche Aufnahmen macht, um zu gucken, ob Bänder, Sehnen gerissen, angerissen sind, weil das sieht man ja im Röntgenbild nicht. Sie hat gesagt, das kann halt eben sein. Entweder hat sie gesagt, sie haben eine sehr, sehr, sehr starke Prellung, das ist der Glücksfall, oder ich habe noch irgendwelche Sehnenbänder, die angerissen sind, was sie mir nicht sagen können, weil sie eben nur dieses Röntgenbild jetzt gemacht haben. Genau. So, und zu diesem Zeitpunkt wurde ich dann auch entlassen. Oh, mein Akku blinkt. Also die haben mir praktisch die Krücken gegeben. Die haben mir eine Salbe, so Voltaren-Schmerzsalbe. Oh mein Gott, war das schlimm, als sie das drauf gemacht haben, weil das war ja eiskalt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auf Kälte sehr schlecht reagiert. Als ich da eingeliefert wurde, haben die mir direkt einen Kühlakku draufgelegt. Und ich habe gesagt, keine Chance, mach das weg. Es hat so weh getan, diese Kälte. Ich bin fast gestorben. Also das war eine Katastrophe gewesen. Wobei bei dem Zeitpunkt, also da war es auch so, dass ich habe es noch nicht mal so anfassen können oder ich konnte ja noch nicht mal eine Decke drauf
also mich auf die Decke drauflegen. Wenn sobald irgendwas an mein Bein drangekommen ist, bin ich zusammengezuckt, weil es so wehgetan hat. Auf jeden Fall haben sie mich dann eingetütet sozusagen und dann durfte ich gehen. Ich habe meine Schwester angerufen, die hat mich mit dem Auto abgeholt. Wir sind ins Hotel, ich habe mich hingelegt und ich bin direkt eingeschlafen. Zu diesem Zeitpunkt war es 5:30. Um 8 Uhr hat unser Wecker geklingelt, weil ich habe zu meiner Schwester gesagt, wir versuchen es, ein paar Sachen in Berlin zu sehen. Und wenn es gar nicht klappt, dann setze ich mich in irgendein Café, in irgendein Restaurant und verbringe da einfach ein paar Stunden. Und dann sollte meine Mutter und meine Schwester sich alleine Berlin ansehen, weil das wäre ja total bescheuert, wenn wir da nach Hause gefahren wären. Also die paar Stunden habe ich gesagt, zu Hause tue ich auch nichts anderes, als auf der Couch zu liegen. Das kann ich dann auch irgendwo anders mich hinsetzen und dann ein bisschen am Laptop arbeiten. Und das wäre gar kein, also da hatte ich echt gar kein Thema gehabt mit. Und so haben wir es dann auch gemacht. Also wir sind dann tatsächlich aber nicht um 8 Uhr aufgestanden, weil wir waren einfach durch. Ich war ja die komplette Nacht wach und habe dann da eben diese 2 Stunden geschlafen. Wir sind dann tatsächlich um 9 Uhr aufgestanden, haben uns dann ins Auto gesetzt und sind wirklich direkt in Berlin reingefahren. Wir sind in der Nähe vom Brandenburger Tor, haben wir geparkt. Für eine Stunde einfach nur 3 Euro, meine Güte. Und da haben wir dann einfach nur beim Judendenkmal sind wir da hingegangen, dass meine Schwester es auch mal gesehen hat. Meine Schwester war halt noch nie in Berlin und es wäre super schade gewesen, wenn wir nach Hause gefahren wären. Und da waren wir dann gewesen und beim Brandenburger Tor, dann sind wir zum Auto zurück, sind in die Stadt reingefahren, also da beim Alexanderplatz haben wir da irgendwo in einem Parkhaus geparkt. In einem Parkhaus war auch vollkommen in Ordnung, normale Preise, wie wir es auch aus Frankfurt gewöhnt sind. Und da sind wir dann erstmal ein bisschen gelaufen, beziehungsweise wir waren da dann in der Apotheke, haben mir mal Ibuprofen geholt und so eine Salbe. Und dann sind wir Pizza essen gegangen. Genau gegenüber war eine Eisdiele, wo wir uns ein bisschen in die Sonne gesetzt haben. Und da sind wir noch ein bisschen rumgelaufen, waren in so 2, 3 Shops gewesen. Genau, auf dem Rückweg waren wir dann nochmal, wo wir nach Hause fahren wollten, sind wir nochmal zu einem anderen Hardrock-Café, weil es gab 2 Stück, beziehungsweise es war kein Hardrock-Café, sondern Hardrock-Shop und war jetzt nichts Besonderes gewesen. Aber es war sehr, sehr, sehr anstrengend, mit Krücken zu laufen. Ich bin auch nur mit einer Krücke tatsächlich gelaufen, nicht mit beiden, weil ich mich dann auf einer immer einfach nur ein bisschen abgestützt habe, damit ich praktisch das Bein, was sehr geschmerzt hat, einfach entlastet habe. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mit meinem rechten Bein ganz normal auftreten. Also das war nicht das Problem. Ich merke schon, dass ich so leichte Fersenschmerzen habe, so wie wenn man wirklich einen ganzen Tag durch die Großstadt gelaufen ist in irgendwie blöden Schuhen. So kann man sich das vorstellen, dass man einfach so ein bisschen Fußschmerzen, Fersenschmerzen hat. Genau, das Bein habe ich aber eigentlich die ganze Zeit ganz normal belasten können und deswegen brauchte ich auch nicht unbedingt beide Krücken. Aber Leute, ich war fertig mit der Welt. Wenn man das nicht gewöhnt ist, mit Krücken zu laufen, das tut wirklich die ersten Tage weh. Also man hat ja dann das Gewicht, wo man sich immer abstützt. Meine Hände, die waren rot, es hat so weh getan. Irgendwann hat man natürlich auch durch dieses, wenn man sich hier immer abstützt, dann tut einem auch irgendwann hier der Innenarm weh. Das hat sich so in die Achsel und vor allen Dingen hier in den Muskel, so neben über der Brust, hat es unglaublich weh getan. Auch vom Zehenspitzenlaufen, die Waden haben wehgetan. Ich habe das Gefühl, ich habe so krasse Waden, die wirklich wie Stein hat sich das angefühlt. Heute geht es einigermaßen, wobei es immer noch sehr hart ist. Also das war sehr anstrengend einfach nach einer Zeit. Ich konnte einfach auch irgendwann nicht mehr, aber da war es auch die Zeit, wo wir sowieso vorhatten, nach Hause zu fahren. Also wir sind irgendwann nach Hause gefahren. Und ich hatte ja eigentlich vorgehabt, auf der Rückfahrt dann mal zumindest mein Video online zu stellen. Leute, ich bin ins Auto eingestiegen. Ich bin fast in der gleichen Sekunde, hätte ich einschlafen können. Ich war todmüde. Ich bin immer wieder eingenickt. Und wir haben uns dann ganz lange Podcasts angehört. Ich glaube, bestimmt 2 Stunden haben wir uns Podcasts angehört. Dann haben wir noch mal ein bisschen Musik gehört, gequatscht, als es gerade so dunkel wurde, dass meine Schwester auch nicht müde ist, weil. Also ich bin auf der Hinfahrt, bin ich 4 Stunden gefahren und sie 1 Stunde, aber wir dachten schon, gerade auf dem Rückweg, wenn es dunkel ist, ist es dann anstrengend zu fahren, gerade wenn man die ganze Nacht, wenn wir die Nacht nicht geschlafen, wir waren dann auch noch den ganzen Tag in Berlin unterwegs. Ich sowieso körperlich komplett am Ende so, ja. Und das wäre halt schön gewesen, wenn man sich dann ein bisschen abwechseln hätte können, aber natürlich bin ich nicht Auto gefahren, auch wenn ich es gekonnt hätte, weil es ist eine Automatik. Mein rechtes Bein war in Ordnung gewesen. Ich hätte tatsächlich fahren können.
Aber ich wollte es nicht riskieren. Am Ende ist irgendwas, man baut einen Unfall und dann ist man halt definitiv zu 100% schuld. Und deswegen haben wir das natürlich logischerweise nicht riskiert, irgendwie was. Und genau. Meine Schwester ist dann alleine gefahren und wir haben dann erstmal meine Mama nach Hause gefahren. Dann haben wir den Rocky abgeholt. Das war ja alles in Frankfurt. Bis dahin haben wir tatsächlich 5,5 Stunden gebraucht, weil wenn man von Berlin oben runterfährt, kommen wir erstmal an unserem Ort vorbei und dann müssen wir noch nach Frankfurt runterfahren. Dann sind wir wieder von Frankfurt nach oben. Und auf der Rückfahrt ist es so, dass wir nicht unsere normale Strecke fahren konnten, weil wir hier momentan große Bauarbeiten haben und sind eine andere Strecke gefahren. Und da war dann wirklich 10 Minuten, bevor wir zu Hause waren, ein richtig ekliger Unfall. Also wirklich, da war alles voller. Also, das ist gerade erst passiert. Wir hätten da locker mindestens 2 Stunden gestanden. Also sind wir umgedreht und sind eine andere Strecke gefahren und die hat irgendwie noch mal eine halbe Stunde oder so ausgemacht. Es hat ewig gedauert. Wir sind also insgesamt statt 5,5 Stunden waren wir. Was heißt statt 5,5 Stunden? Wir sind 5,5 Stunden nach Frankfurt gefahren und dann hätten wir eigentlich noch eine halbe Stunde gebraucht, um nach Hause zu fahren. Also wir hätten ungefähr hätten wir 6 Stunden gebraucht von Berlin bis zu uns nach Hause. Aber wir sind tatsächlich fast 7,5 Stunden gefahren. Das war natürlich auch super anstrengend für meine Schwester, logischerweise. Aber wir haben es geschafft, wir sind irgendwann angekommen. Mein Mann hat mich direkt draußen empfangen, die ganzen Sachen ins Haus getragen. Ich bin hier direkt hochgehumpelt, habe mich ausgezogen, mir irgendwas angezogen, mich ins Bett geschmissen und ich bin so weg gewesen. Ich bin direkt eingeschlafen. Und gestern, ich habe echt bis 10 Uhr geschlafen. Ich habe schon so lange nicht mehr so geschlafen. Und ich hatte den ganzen Tag so krasse Schmerzen. Mein ganzer Körper, und ich meine es wirklich so, mein ganzer Körper hat wehgetan. Ich hatte so einen Muskelkater. Meine Hände, meine Arme, aber vor allen Dingen hier. Also sobald ich mich irgendwie. Das Ding ist, wenn ich mich hinsetze, wenn ich aufstehe, wenn ich mich irgendwo hingesetzt habe und dann so ein bisschen mit meinen Armen abstützen wollte, um irgendwie mich nach hinten zu setzen, weil ich konnte mich nicht abstützen richtig mit meinen Armen, weil es hat alles wehgetan, aber brutal, Leute. Wirklich, wie wenn ich 10 Stunden am Stück Hardcore Sport gemacht hätte. Das hat so unglaublich wehgetan. Gleichzeitig konnte ich mich aber nicht mit meinen Füßen abstützen, weil das auch wehgetan hat. Ich war wirklich, ich habe mich gestern wie. Keine Ahnung, richtig Knockout. Ich war todmüde, mein ganzer Körper hat mir wehgetan. Ich habe zusätzlich ja auch noch gerade meine Periode. Und zusätzlich habe ich das absolute Gefühl, dass ich eine Blasenentzündung habe. Ich muss ständig auf Toilette. Ich habe ständig das Gefühl, ich könnte mich eigentlich die ganze Zeit auf die Toilette setzen. Also echt, ich bin so ein Knockout-Opfer gerade. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin so richtig fertig mit meiner Welt. Deswegen, ich habe gestern auch einfach gar nichts mehr gemacht. Ich habe mir nur gedacht, so nett, dass diesen einen Tag gönnst du dir jetzt noch, indem du einfach gar nichts machst. Und heute sieht der Tag aber schon ein bisschen besser aus. Ich habe zwar immer noch diese Geschichte, dass ich denke, ich habe eine Blasenentzündung irgendwie, keine Ahnung. Ich kann immer noch nicht auftreten. Das wird wahrscheinlich auch noch einige Zeit dauern. Gestern haben wir Verbandswechsel gemacht. Es ist leider noch blauer geworden, aber nicht mehr so dick. Aber gerade im Innenbein ist es super blau. Es ist super, super blau. Und ja, das ist der aktuelle Stand. Und ja, mal gucken, wann ich ungefähr wieder belasten kann. Ich bin am Überlegen, dass ich vielleicht noch mal am Montag zur Allgemeinärztin gehe. Ich weiß halt nicht, die wird wahrscheinlich auch nicht großartig irgendwas ausrichten können, aber ich muss sowieso meine Schilddrüse unbedingt kontrollieren lassen. Ich hatte ja die letzte Zeit so komische Probleme und ich glaube ja, dass es an der Schilddrüse liegt. Das Problem ist nur, meine Ärztin hat jetzt seit 2,5 Wochen oder sowas geschlossen und die ist aber jetzt ab Montag wieder da. Ich muss da wirklich echt ab 8 Uhr, sobald die da sind, Telefonterror machen. Das werden wahrscheinlich 1000 andere Leute auch machen, aber ich muss echt versuchen durchzukommen. Ich brauche unbedingt meine Schilddrüsenwerte. Und vielleicht kann sie sich das ja nochmal angucken. Ich möchte halt nicht, dass ich am Ende mich irgendwie durch die Woche quäle, in der Hoffnung, dass es irgendwie so halbwegs geht und dass ich dann im Urlaub Probleme kriege. Weil im Urlaub kann ich, ja, keine Ahnung, nicht, dass ich dann da in der Türkei bin und die mir dort dann am Ende so eine Schiene verpassen oder keine Ahnung was, ja. Also das wäre ja echt der Super-GAU. Deswegen muss ich mal gucken. Ich meine, so eine Schiene ist ja eigentlich auch wirklich nur dafür da, dass man den Fuß gar nicht belastet und einfach
ja, eigentlich ruht. Es ist ja nicht wie ein Gips oder sowas, aber so in der Art. Ja, weil wenn Bänder gerissen, gedehnt, überdehnt sind oder angerissen sind, dann kann man ja gar nicht großartig was machen. Ich hatte das schon mal, ich hatte schon mal einen Bänderriss und angerissen. Und das war auch einfach dieses Hochlegen, Ausruhen, kann man nichts machen. Hat ein bisschen gedauert, bis es wieder verheilt war und fertig. Es gibt vielleicht auch Fälle, wo man es operiert. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also damals bei mir war einfach nur hochlegen, abwarten und das war's. Ja, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ich hoffe, dass es einfach die nächsten Tage immer besser und besser wird, dass ich irgendwann mal wieder auftreten kann. Aktuell ist es nicht möglich. Ich kann gar nicht auftreten auf dem, also auf dem linken Bein. Auf die Ferse oder sowas, also gar nicht. Aber was ich schon mal machen kann, was ich auch schon Tage davor nicht machen konnte, ich kann mein Bein schon mal gerade auf den Fuß abstellen. Also ich kann meinen Fuß gerade auf den Boden stellen, aber nicht mit Druck oder Gewicht oder sowas, sondern einfach nur leicht hinstellen. Das ging davor auch zum Beispiel überhaupt gar nicht, weil das hat auch sehr, sehr, sehr geschmerzt. Alleine diese Berührungen haben schon wehgetan, also ja. So, das ist das, was passiert ist und das waren jetzt die letzten 3 Tage gewesen, einmal zusammengefasst. Ja, damit hat keiner gerechnet, ich am allerwenigsten. Ich habe trotzdem eine schöne Zeit in Berlin gehabt, also das Event haben wir trotzdem voll mitgenommen. Klar, hätte ich vielleicht noch 1, 2 Sachen mehr dort gemacht oder wir wären vielleicht bei der Party ein bisschen länger geblieben oder so, aber an sich ist es ja nicht so, dass es passiert ist und wir sind direkt gegangen, sondern wir sind ja trotzdem bis zum Schluss geblieben und haben an allen Spots Fotos gemacht und alle Werbeaufnahmen habe ich alle gemacht und die den zweiten Tag in Berlin bin ich auch eigentlich überall mitgelaufen, so gut es ging und so weiter. Also ich habe schon gut die Zähne zusammengekniffen, zusammengebissen an beiden Tagen. Aber ja, deswegen habe ich dann auch jetzt mal gesagt, okay, ich mache jetzt wirklich gestern und heute sozusagen nichts. Genau, ja, das war die Story. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe einfach, dass es jetzt von Tag zu Tag besser wird und dass ich vielleicht irgendwie Wochenmitte, so Dienstag rum oder so, mal wieder auftreten kann. Das wäre natürlich sehr schön. Aber wie es kommt, wir werden sehen. Ja, weil heute ist Sonntag, in einer Woche theoretisch wollen wir ja in den Urlaub fliegen. Und ja, gerade jetzt in dieser Woche, die kommt, steht ja sehr viel an. Ich muss die ganzen Einkäufe erledigen, was man alles so für den Urlaub halt eben noch braucht. So DM-Sachen zum Beispiel oder Snacks und keine Ahnung, was wir alles halt mitnehmen. Die ganzen Koffer müssen gepackt werden. Ich habe aber heute auch schon 2 Maschinen Wäsche gewaschen. Ich habe 2 Maschinen, das hört sich immer so an, gell? Ich mache die Wäsche rein, drücke ein paar Knöpfchen und das war's. Das ist ja jetzt kein großer Akt. Aber das habe ich jetzt schon mal heute angefangen, aber das werde ich natürlich nächste Woche auch noch frisch nochmal ein paar Sachen, die wir brauchen. Ja, die ganzen Koffer müssen gepackt werden, das ist generell halt eben ja doch schon einiges. Ich hatte am Donnerstag habe ich ja eigentlich meinen Wimperntermin und meinen Nageltermin. Genau. Donnerstag scheint auch noch in Ordnung, sage ich mal. Also wenn ich jetzt irgendwie am Montag, Dienstag den Termin gemacht hätte, hätte ich die auf jeden Fall schon längst abgesagt. Aber Dienstag scheint noch so realistisch bis dahin irgendwie ja, das Ganze hinzubekommen. Aber we will see. Genau. Ja, also wir werden sehen, wie es ist, wie es laufen wird. Wenn ich merke, dass es Montag, Dienstag noch gar nicht besser ist, dass ich wirklich noch gar nicht auftreten kann, dann muss ich doch noch mal irgendwie zum Arzt, vielleicht mir doch eine Schiene geben lassen oder so. Aber das Ding ist halt, es ist ja nicht großartig was anderes, also als jetzt auch, ja. Keine Ahnung, im schlimmsten Fall fahre ich halt, ich werde auf jeden Fall in den Urlaub fliegen, komme was wolle. Safe, ich wäre auch mit einem Gips in den Urlaub geflogen, es wäre mir scheißegal. Also ich werde in den Urlaub fliegen. Die Frage ist halt nur, wie werde ich dahin fliegen? Werde ich hinfliegen, indem ich ganz normal langsam laufen kann? Oder werde ich dahin humpeln? Oder werde ich eine Schiene tragen? Oder keine Ahnung was. Es wäre natürlich schön, auch für meinen Mann. Ja, es ist ja natürlich doof, wenn er sich dann die ganze Zeit um beide Kinder kümmern muss. Deswegen ist ja schon gut, wenn ich auch dann ganz normal ja, ins Wasser reingehen kann und so ohne irgendwelche Bedenken. Aber wir werden sehen, wie es wird. Keine Ahnung. Aber den Urlaub werde ich mir nicht nehmen lassen. Das ist der aktuelle Stand.
Ich werde euch die nächsten Tage ganz normal mitnehmen. Ihr werdet es ja selber sehen, ob ich dann irgendwann wieder laufen kann. Aktuell habe ich hier noch meinen Verband mit einer halben Socke. ja, und hier innen ist es halt noch sehr, sehr blau. Wenn ich später dran denke, kann ich es euch ja mal kurz zeigen. Ich muss auf jeden Fall jetzt gleich mal wieder einen Verbandwechsel machen, dass ich mir diese... Ich mache mir halt momentan... Ich habe zum Beispiel... Also ich mache mir diese Salbe drauf und belaste das Bein halt eigentlich die ganze Zeit gar nicht. Es sei denn, ich stehe auf und gehe mal auf Toilette oder sowas. Dann belaste ich halt eben nur vorne die Zehenspitzen sozusagen. Aber ansonsten, ja. Wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen. So, jetzt höre ich endlich mal auf zu labern. Das ist ein extrem, extrem, extrem langes Update. Aber ich habe ja auch gefühlt 3 Tage gar nicht richtig gefilmt. Also, ja, ich werde jetzt hier mal so ein paar Sachen noch verräumen. Weil ich wollte eigentlich hier hauptsächlich die ganze Schmutzwäsche dann mal ins Bad bringen. Dass ich da halt mal alle Maschinen einmal anschmeiße. Genau, sonst mache ich jetzt eigentlich gar nicht mehr großartig was. Ich wollte euch eigentlich nur die Goodiebag mal zeigen. Und ja, ein bisschen hier aufräumen. Aber ist gar nicht so schlimm. Genau, ja, ihr Lieben, für diesen Vlog verabschiede ich mich auf jeden Fall. Wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Also, ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ciao. Oh Gott, was ist hier noch blau geworden?